Einen Mittelweg zu suchen, kann in vielen Situationen sehr klug sein. Wenn es um das Verbot der NPD geht, dann klingt ein gangbarer Mittelweg aber wenig vielversprechend. Doch genau den will der Bundesinnenminister jetzt prüfen. Und damit meint Hans-Peter Friedrich den Umgang mit den umstrittenen V-Leuten, die vor ein paar Jahren für das Scheitern des NPD-Verbots verantwortlich waren. Manche fordern, sie ganz aus der als rechtsextrem eingestuften Partei abzuziehen. Doch damit würden dem Staat wichtige Informationen über die Aktivitäten der NPD verloren gehen. Also doch kein Verbot oder wieder ein unzureichend durchdachtes Verfahren dazu? Wer sich genauer anschaut, was die NPD so treibt, was natürlich jetzt nach Aufdeckung der rechtsterroristischen Mordserie drängt, der staunt, wie weit ihr Einfluss reicht. Bis in die in diesen Tagen viel zitierte Mitte der Gesellschaft. Wie sie das schafft? Rainer Fromm und Wienand Wernicke über die perfide Doppelstrategie der Rechtsextremen zwischen Springerstiefeln und Kinderschaukeln. Ein Kinderfest in Stralsund. Im Alltag haben die Menschen hier viele Sorgen. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Perspektiven. Doch heute wird nicht nur den Kindern etwas geboten, auch den Eltern. Spiel und Spaß gibt es Nulltarif, so locken die Veranstalter. Kinderfest in Folge vom NPD-Kreisverband Nordvorpommern organisiert. Und hier ist alles kostenlos. Die Symbole der verfassungsfeindlichen NPD, sie finden sich überall auf dem Fest in Stralsund. Die Strategie ist langfristig angelegt. Die rechtsextreme Partei will harmlos erscheinen und biedert sich bei den Familien an. Dass man eine Möglichkeit ist, mit den Kindern was zu machen, ohne dass man viel für bezahlen muss. Auch so ist mal eine Abwechslung. Und wir kommen jetzt nicht das erste Mal hier, wir sind schon ein paar Jahre. Und den Kindern gefällt's und uns selber auch. Stört es Sie, dass das die NPD ist? Nee, eigentlich überhaupt nicht, gar nicht. Stört Sie jetzt, dass das von der NPD ist, das Fest? Nee. Warum nicht? Mein Freund ist auch drin. Auch auf dem Fest Stefan Köster, Landeschef der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Der gebürtige Dortmunder ist vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch er gibt sich auf dem Kinderfest seiner Partei volksnah. So wird eine scheinbar harmlose Veranstaltung für die NPD zur politischen Bühne. Für uns ist das, gehört das zur Politik dazu, weil das Volk halt letztendlich Empfänger der Politik sein soll. Aber wir wollen den Menschen einfach das geben, was sie im normalen Leben nicht mehr bekommen. Zuwendung. Es gibt diejenigen, die im Parlament Politik machen wollen, von denen wird man nicht sehen, dass sie Gewalt anwenden. Aber wir erfahren ja jeden Tag Neues darüber, inwieweit sie ein Interaktionsverhältnis zu gewaltbereiten und gewalttätigen Neonazis auf der Straße haben. Und man muss ganz klar sagen, man begreift sich als eine Bewegung. Ja? Es ist eine Bewegung. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt der einzelne Mandatsträger im Parlament sitzt oder es einen Neonazi auf der Straße gibt. Jenseits der Volksfeste, auf der Straße, das wahre Gesicht der Rechtsextremen. Fast täglich gibt es Angriffe auf Polizisten, Linke, Ausländer, Obdachlose. Im vergangenen Jahr erfolgten rund 40% der Taten im Osten. Und das, obwohl hier nur 15% der Gesamtbevölkerung leben. Rechtsextremismus in Deutschland, es wirkt wie eine Art Arbeitsteilung zwischen der gewaltbereiten Szene auf der Straße und der angeblichen Kümmererpartei NPD. Beispiel Bad Kösen im südlichen Sachsen-Anhalt. Auch hier organisiert die NPD eine Feier. Um wirklich niemanden zu verschrecken, zeigt sie nicht Flagge. Nichts deutet auf die Rechtsextremen hin. Eine Verschleierungstaktik. Wir haben es auch jedes Jahr bis jetzt vermieden, dass das über die Partei geht. Und Sie sehen es auch heute wieder, bei uns wird kein Politikum daraus gemacht, sondern es soll ein Tag für die Kinder sein. Viele fallen darauf herein. Bei Wahlen kommt die Partei in der Region auf zweistellige Ergebnisse. Mann, das tat weh! Ich finde, das ist eigentlich schön, was ihr für die Kinder macht. Hört es Sie, dass es ein Fest der NPD ist? Nee, stört mich nicht. NPD-Eigenwerbung am Rande des Festes. Die Rechtsextremen engagieren sich gezielt für die Vereine. Eine Ballspende für die Fußballmannschaft des Ortes. Was wie Nachwuchsarbeit für den Sport wirkt, ist in Wirklichkeit Nachwuchsarbeit für die Rechtsextremen. Wir werden jetzt an den Herrn Futh die Bälle übergeben. Im Namen unserer Partei.
Das Ziel der Rechtsextremen: vorrobben in die Mitte der Gesellschaft. Beispiel Laucha in Sachsen-Anhalt. Laut Verfassungsschutz ist Lutz Batke ein Rechtsradikaler. Trotzdem war er über viele Jahre Jugendtrainer des Fußballvereins. Und niemand nahm daran Anstoß. Dabei trägt Batke seine Gesinnung offen zur Schau. Er ist hauptberuflich Schornsteinfeger im Ort, schenkte dem Verein eine Flagge, darauf ein Zitat aus dem sogenannten Treuelied der Waffen-SS. Erst nach langem Streit verlor er seinen Trainerposten. Die NPD feierte ihn danach auf ihrem Bundesparteitag als eine Art Märtyrer. Lutz Batke zu begrüßen und vorzustellen. Als Parteiloser sitzt Batke weiter für die NPD im Kreistag. Als Schornsteinfeger macht er weiter. Das sogenannte Sommerfest der nationalen Bewegung in Sangerhausen. Hier sind die Rechtsextremen ganz unter sich. So harmlos sie sich anderswo geben, hier sind Gewalt und ihre Symbole jederzeit präsent. Es treffen sich sogenannte freie Kräfte und führende NPD-Funktionäre. Man kennt sich und man hält zusammen, denn man hat dasselbe Ziel, die Zerstörung der Demokratie. Und dafür gehen die Rechtsextremen mittlerweile auch neue Wege. Sie greifen Themen auf, von denen wir bis vor 5, 6 Jahren nicht gedacht haben, dass sie dazu willens und in der Lage sind. Man muss einfach ganz klar erkennen, Rechtsextremismus in Deutschland ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Geschichte, das wären die Braunen um die Ecke, denen man sozusagen den Rücken zukehren kann, das ist vorbei. Auf dem Kinderfest in Stralsund gelten die Rechtsextremen bei manchen als die freundlichen Nachbarn von nebenan. Eine gefährliche Täuschung. 60% der Deutschen sind einer aktuellen Umfrage nach für ein Verbot der NPD. Das ist allerdings genau abzuwägen, denn bekanntlich verschwinden die Rechtsextremisten damit nicht. Und Verbotskritiker warnen, dass die Szene dann noch viel schwieriger zu durchblicken.